We took the premise that in the age of information. Das Projekt Humboldt basiert auf einem Buch und der Vorgabe, dass im Zeitalter der Information Information selbst ein wertvolles Material für die Kunst ist. Unser Ausgangsmaterial war aber nicht irgendein Buch, sondern ein halbwissenschaftlicher Text, der subjektive Erzählung mit objektiver Beobachtung verbunden hat. Es ist das Werk Reise zu den Äquatorgegenden des neuen Kontinents von Alexander von Humboldt. Es geht um Humboldts Reisen nach Südamerika. Wir haben das Buch zerlegt und haben es mit Hilfe einer Netztechnik nach poetischen Leitbegriffen neu geordnet. Diese Begriffe haben wir definiert. Sie schließen Schlüsselwörter mit ein, sowie Gefühle und Ortsbestimmungen auf einer Zeitachse. Das Ganze haben wir als Landkarte auf einem Bildschirm angelegt. In diese Landkarte haben wir zeitgenössische Videofilme aus Lateinamerika integriert. Unsere Nutzer können durch diesen dreidimensionalen Atlas reisen. Ihre Spuren oder Reisen verarbeiten wir zu Hyperfilmen. Die können dann von zukünftigen Nutzern online angesehen werden. Alle drei miteinander verbundenen Projekte sind eine Art Forschungsreise in die Zukunft des Kinos. Check, check, check. 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Subliminal production. 5. Futurism. Humboldt ist ein 5-Jahres-Projekt einer Künstlergruppe um den Karlsruher Professor Philipp Pocock. Reisen als interaktive Kunst. Auf den Spuren des Entdeckungsreisenden Alexander von Humboldt durch Südamerika, zuvor in die Arktis und an den Äquator. Das Ganze inszeniert als interaktive Internetinstallation mit dokumentarischem Filmmaterial, das von der Gruppe aufgenommen und in Echtzeit eingespielt wurde. Install the work. Sometimes we live in the gallery space. Die interaktiven Reisenden haben ihre Kunst auch in realen Räumen gezeigt. Dabei konnte das Publikum die Installation verändern durch die Einspeisung eigener Filme oder verbal. There's a chat room also involved in this. Anyone there? And there is always someone there. Leroy is not real. Das war's für heute. Einen Teil der Arbeiten können Sie übrigens in der Ausstellung City Urbanismus im Zentrum für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe anschauen. Und zwar ab dem 11. November. An diesem Tag findet auch die Preisverleihung des Internationalen Medienkunstpreises statt. Der Eintritt ist frei. Wir sehen uns wieder morgen Abend.